Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind kurz vor der Horde. Ja, jo, die hatten wir schon aufgefüllt. Ich wollte nur anmachen. Der ist hier oben. 21:09 ist es ja schon. Der Sprit, ach, der räucht. Schalt ein, das Ding. Wir müssen runter. Das läuft ja soweit alles. Also kein Grund zur Panik. Schön. Gut, wir gehen auch runter. Ist halt immer so ein bisschen Glückssache, ob sie jetzt wirklich runterkommen. Manchmal buddeln sie ja auch. Es kommt immer drauf an, habe ich festgestellt, von wo die Zombies gerade kommen. Darauf hat man ja nur wirklich keinen Einfluss. Aber das wird schon. Das wird schon. Schön. Den lassen wir uns mal durch. Mach zu den Schotten. Den machst du einmal an. Ja, yo. Das sollten die Zäune gewesen sein. Und hier. Jo. Wunderbar, Licht ist on, das ist an. Wir stecken wegen Reparieren. Definitiv ein bisschen Stoll ein bisschen Beton ein. Die nehmen wir gleich noch mit. Und wir nehmen DOS mit und davon ein bisschen. Wegen Reparieren und so, ihr wisst ja. So, einen Moment. Die benutzen wir natürlich wieder. Haben wir jetzt extra reingeskillt. Einmal kurz reparieren das Ganze. Besser ist das. Schön, schön. Drohne, du stehst hier nicht gut. Komm mal mit in die Ecke. Das kennen wir ja, Drohne, ne? Das kennen wir ja schon. Komm mal mit. Drohne, du bist hier nur der Transport. Also, trab an. Ja, Drohne. Ah, Drohne ist wieder am Rumkreiseln. Ja, ja, das kennen wir ja schon. Hier, bleib hier. Yes, of course. Schön. So, den machen wir zu. Den machen wir zu. Gut, dann geht's auch gleich los. Ich habe noch ein bisschen Muni eingesteckt. Hierfür kennen wir ja schon. Und ansonsten sind wir aus GameStage Drone 8, Level 156. Null Tode, die 1-1 ignorieren wir. Also, passt es. Bin mal gespannt. Passt es schon. Jo, reparieren können wir auch. Sollten wir eigentlich. Es sollte eigentlich alles gehen. Bin ich mal gespannt. Zoomen, so funktioniert. Jo. Gut, dann gucken wir mal, was diesmal alles kommt. Bei der Horde Tag 119. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch. Warte mal. Weg damit. Stört immer bei der Horde. Einmal fit machen. Und dann geidert. So, dann müssen wir nur abwarten, bis unsere Freunde der Nacht runterkommen und Hallo sagen. Könnte ein bisschen laut werden. Nur was in den Beinen bemerkt. Da kommen sie. Bitte. Yo. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob das wirklich einen Unterschied macht. Wenn man nicht trifft, natürlich nicht. Oh. Nein. Nein. Ich sagte nein. Na, Lady. Hat sie es geschafft, das durchzukriegen? Das wollen wir doch nicht. Lady? Genau. Steck durch die Rübe, komm. Okay. Ich muss mich jetzt mal um die da kümmern. Wichtiger. Hallo, bitte. Und dann noch einmal, ja. Also die, ja, jetzt wurde sie von den Waffen erschossen. Jetzt hat sie selber Schuld. Sie wollte ja nicht hören, ne? Was ist denn hier los? Mach mal Weg frei. Ihr verstopft den Gang. Was wollen wir denn? Ich stelle mich mal hin. Alle hier am Rumkriegen. Was ist denn da los? Dankeschön. Da noch einmal. Du machst auch einen Abflug. Sehr schön. Ja, mittlerweile hat das Scharfschützengewehr einen guten Rumsauf. Da kann man eigentlich gar nicht mehr streiten. Ich hätte mir fast alle instant. Schön. Na, Fleischi? Oh, da hat er seinen Kopf verloren. Das tut aber leid. Bitte. Na. Man kann nicht alles haben. Bitteschön.
Bootschiffe nochmal. Captain Kotz zu viel. Weg mit dir. Du genauso. Die leben echt nicht lange, ne? Sag mal, zappelt nicht so rum, wenn ich schieße. Das kostet Muni. Spinny hat sich auch schon wieder verabschiedet. Geht ja wirklich rucki zucki. Richtig schön. Da krieg ich noch einen Spinny. Da kraucht ein Spinny, okay. Bitte. Naja, und Leute ins Kreuz schießen ist ganz legitim. Das nennt man heutzutage Akupunktur. Also daher alles Medizin. Bitteschön. Schön. Du noch einmal weg? Ja gut, wie gesagt. Heute ist Miller. Okay. Wir machen mit 3 Punkte, das ist doch schon mal schön. Brauchen aber noch einen. Oh, so. Gar nicht erst rumgrübeln hier, ja? So was wollen wir nicht. Echt viel aushalten tun die mittlerweile. Nicht mehr wirklich viel. Skillung macht sich bemerkbar. Kann man etwa anders abstreiten? Du bleibst ja noch, bitte. Schön. Ja, moi. Wie bei Oktoberfest. Gibt's einmal ein Morsbier im Angebot, kippen sie reinweise um. Hier genauso. Ja, schön. Und da fliegt das Vehikelchen. So muss es. Schon wieder so ein Captain Kotz zu viel. Jo, kannst auch von mir aus deine Kollegen aus Korn nehmen? Mögen wir doch alle sehr gerne. Danke. Das Alleinchen, der Fleuschi, der Herr, bitte. Aber noch keine Demos, ne? Wo bleiben die? Das ist eine berechtigte Frage. Bitte sehr. Du noch einmal. Er will, sie will. Die will es recht. Ich glaube, wir können ja sogar manchmal dank Buch oder Skillung, eins von beiden war das jedenfalls, durch Zombies durchschießen. Bitteschön. Also dieses Rüstung ignorieren, meine ich. Ich glaube, das hatten wir sowieso geskillt. Gut. Die Jungs hier leben aber wirklich nicht mehr lange. So, der ist auch erledigt. Aber ist halt gut für den müssen. Dankeschön. Oh, oh, Spinny. Wir wollen doch wohl nicht. Kann sein. Und noch eins. Ah, jetzt kommt zumindest mal die Bike ein. Etwas schwerer, der Jungs. Ja, da sind sie doch. Bitte sehr. Schön. Na, mein Freund. Oh, da hat er seinen Kopf verloren. Das tut mir aber leid. Tut's weh? Oh, ich vergaß, du fühlst ja nichts mehr. Sind ja alle hier gefühlsstumpf, die Zombies. Oh, der Nächste. Hallo, mein Freund. Du machst auch Tschüss. Bitte. Oh, jetzt haben wir hier aber Biker-Drift. Schön. Aber irgendein Demo ist auch dazwischen. Ja. Bitte. Und du nochmal. Zack. Naja gut, die Biker halten vielleicht manchmal auch 2 Schüsse aus.
Aber viel mehr ist es auch nicht. So, der hier nochmal. Ich glaube, ich sollte wirklich mal reparieren. Und dafür muss es hier erst ein bisschen leerer werden. Wunderbar. Aber noch keine Moneys bis jetzt, ne? Und Moody's habe ich auch noch nicht gesehen. Nur mal so nebenbei bemerkt. Zack. Und... gut. Im Grunde genommen habe ich eigentlich nur zwei Ziele. Die Zombies auszuschalten, ohne dass sie viel kaputt machen. Das zweite Ziel ist, Moody zu sparen. Aber es funktioniert. Guck mal, wie nett die sich hier alle versammeln. Vor allem, da sind so viele auf einen Haufen, dass sie schon gar nicht mehr umkippen können. Das ist doch richtig schön. So, die Dame will nochmal. Ja, sowieso. Bitte. Na, was oben? Ah, viele grüne Bunchies dazwischen, ne? Aber hält sich alles in Grenzen. Wirklich? Wie viele Demos hatten wir? 3-4 Stück? Da hatten wir schon mehr. So, Dankeschön. Vorhin das Ganze hat sich auf 40% hochgestapelt schon. Das ist natürlich auch gut. Ich glaube, höher geht's auch nicht aktuell. Bei der Horde ist das natürlich sehr brauchbar. 40% mehr Schaden. Wunderbar, du nochmal. Ach, da ist mal wieder was durchgekommen. Ah ja, gut. Dafür haben wir unsere Waffen. Zack. Wie die so schön fliegen. Ja. I believe can fly. Da, 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 da. So, geh weg. Du auch. Du bist recht. Du nochmal, Lady. Du. Da ist nochmal der grüne Bauchschild. Er fliegt. Ich glaube, ich brauche die Klingfalle im Moment gar nicht. Schön. Ah. Naja, Hauptsache, wir werden die Horde los, damit wir weitermachen können, unsere Händler hochzubringen. Das ist das Wichtigste. Bip. Bip. Schön. So. Aber wirklich, die kommen nicht wirklich weit. So, der geht mal baden. Du auch. Ach gut, er hat sich mal weiter nach vorne gewagt. Hat ihm auch nicht geholfen. Überhaupt nicht. Level up, Level up. Sehr schön. Gut, denn lass die Zombies mal ein bisschen versammeln. Wir... werden jetzt hier einmal Punkt 10 skillen, damit wir hier genau 60% schneller zielen, 30% schneller nachladen, weniger Ausdauer. Alles klar, bis 50% geht es jetzt hoch. Das ist doch ein Träumchen. Ach guck mal, wenn ich mal nicht mitschieße, dann versammelt sie sich so ein bisschen, ne? Dann kippen sie nicht mehr so schnell. Wir haben jetzt schon auf 50%. Ein Träumchen. Und da kommt nochmal ein Demo-Freund. Da kam ein Demo-Freund. Ja, Leckchen noch. Ja, hallo. Jetzt nicht mehr. Hm. Ah ja. Eigentlich relativ ruhig hier, ne? Aber sie kommen zumindest runter. Wie sie sollen. Grün kippen hier mittlerweile auch oben, wie nichts gut ist. Gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, sich hier irgendwie zu beschweren. Schön. So, also ich glaube, die Horden sind bei uns gegessen. Ich glaube nicht, dass das noch wirklich schlimmer werden kann. Schön. Gut, dann gehen wir mal kurz reparieren. Es hat sich auch ein bisschen was angesammelt im Moment. Ein bisschen beruhigt. Zack.
Sack. An die kommen wir gar nicht ran. Gib's zumindest noch mal ein bisschen Gemetzel. So, Freunde, bitte. Und da sind die meisten schon wieder weg. Okay. An die eine Klingfalle, da komme ich gar nicht ran. Oh, ist auch schon halb drei. Die Droge zugeben, Moment. Dankeschön. Gut. Du noch mal. Die kommen echt nicht weit. Die kommen ja nicht mal dazu, nach vorne zu laufen. Schön. Gut, sie hat's mal geschafft. Der Mochi nochmal mit seinem Funzeläugchen. Guck mal, das Lenkchen. Du machst einen Abflug. Okay, also entweder kommt er gerade hinterher mit dem Spawnen oder die findet man wieder den Weg nicht. Aber ich glaube eher, die spawnen nicht. Oder langsam. Die geben zu schnell. Schön. Bip. Ab in die Face. Naja. Vehikel hat natürlich ihr Gesicht auf dem Hintern. Dann passt das mit dem Face. Sie sieht aber auch wirklich aus wie so ein Arschgesicht, ne? Gut, das trifft auf Alina auch zu. Gut. Dann gib mal her hier. Warte mal, da im Moment ja gerade sehr ruhig ist. Komme ich vielleicht an die Klingfalle? So nett. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Schön. Jetzt kommt auch noch mal ein bisschen was. Das freut einen doch. Na gut, die wurden gerade sehr schnell wieder runtergemetzelt. Aber trotzdem. Wegen der Klingfalle. Okay. Wir haben auf einmal unser Level abgekriegt. Was will man mehr? Oh, da kommt nochmal was. Ins Kreuz. Wie gesagt, Akupunktur zählt heute zu den medizinischen Behandlungen. Genau wie zwischen die Bäume. Das ist halt die neueste Forschung. Hunger hat er auch schon wieder. Okay. Nehm mit. Okay. Das ist aber eine ganz gemütliche Horde diesmal. Na, Alleinchen, du nochmal. Er will nochmal. Er sowieso. Sag mal, wollt ihr nicht mal liegen bleiben? Wohl gerade so. Schön. Gut. Ihr müsst euch mal ein bisschen anstrengen, liebe Zombies. Sonst wird er nix. So wird das auf keinen Fall. Okay, die sterben zu schnell. Das ist das Problem. Ah, jetzt spawnen halt. Die spawnen gerade nach und nach alle nach. So schnell kommt der Spiel gar nicht hinterher. Bip. Da haben wir mal wieder ein paar Einsen. Na gut. Hat sich wieder. Da ist noch einer. Bitte. Gut, aber EP gab's gut, ne? Kann man sich nicht beschweren? Ja, ja, 310 sind wir mittlerweile. Unsere Level-Up haben wir auch. Was will man also eigentlich mehr? So, bitteschön. Kommt die letzten paar. Ist eh gleich vorbei, die Horde. Yep. Na, Mochi. Na, mal gucken, ob noch was nachspawnt. Ich habe so eine Abschlusshorde. Ein paar einzelne Gummis noch runter. Noch mal ein paar breite Jungs, okay. Bitte. Na, lauf doch nicht weg, wenn ich abdrücke. Schön. Du noch mal. Du willst auch noch? Bitte. So, da ein Bieseli kommt noch. Aber oh, der ist offiziell vorbei. Das dürfen die letzten sein. No, bleib liegen.
Gut, das war eine wirklich sehr, sehr, sehr gemütliche Horde. Armer Rinder? Kann man sich auch nicht beschweren? Okay. Gehen wir mal gucken. Ich glaube aber nicht, dass jetzt so großartig was kommt. Höchstens ein paar einzelne Verirrte. Doch, ich höre da noch ein bisschen. Ich höre tatsächlich noch ein paar Verirrte. Okay. Hallo. Nochmal ein Wäldchen gespawnt zum Schluss, wa? Brauchen wir immer ein Weilchen, bis sie hier sind. So, jetzt ruhig im Gelände. Machen wir mal aus hier, es kostet Sprit. Guck mal hoch da. Hat doch wunderbar geklappt. Wenn hier sowas kommen sollte, ist halt nicht weiter wild. So, das Schnucketeil bleibt wieder hier. Unsere Muni füllen wir einmal auf. Dann nehmen wir aber auch wieder mit nach Hause. Dip, 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 dip. Das hatte ich sowieso von zu Hause mitgenommen. Den kommen wir mit, Droni. Dankeschön. Klingt aber auch nicht so allerdings hier, Säcke, dass da noch irgendwas kommt. Dankeschön. Nochmal danke. Ja, gut. Mittlerweile ist halt Horde, ja, wie soll ich das sagen, eigentlich nichts Besonderes mehr. Das geht jetzt eigentlich nur noch darum, die Horde irgendwie hinter sich zu kriegen, damit man weiterkommt mit dem, was man vorhat, ne? Das ist... Gewitter. Vor der Horde Gewitter, während der Horde Gewitter, nach der Horde Gewitter. Da kriegst du eine Phobie. Ich meine, die Base hier, die ist so ziemlich narrensicher. Also da, ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwie was in Zukunft gefährlich werden könnte. So, hau mal so viel rein, wie geht hier. DDD, also Muni, wirklich eine Menge. Aber gut, von zu Hause ist auch noch einiges dabei. Schön. Ah, die Säckchen wollen wir natürlich mitnehmen, ne? So, das kommt mit. Den haben wir hier noch. Wir müssen gleich noch einmal hoch. Wir haben insgesamt 3 Level gemacht. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Demos hatten wir gar nicht so viele diesmal. Ich habe nicht genau gezählt. 5 oder 6 Stück mehr waren es nicht. Aber immerhin. Komm, nimm alles mit. Das ist jetzt nicht so. Das haben wir alles. Den nehmen wir auch mit. Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Die brauchen wir jetzt nicht. Gut, Strom ist aus. Dann lassen wir hoch da. Oh, scheint wirklich. Ich meine, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viele Zombies wir vorhatten. Leider hätte ich mal tun sollen. Aber für mich sind wir über 15.000. Gamestation mit 310 inzwischen. Wo wir angefangen sind, waren wir Gamestation 308. Passt doch alles. Hatte ich den eingesammelt oder haben die Zombies ihn weggehauen? Egal. Einmal aus hier. Allerdings würde ich schon gerne... Ja, ein paar Geier hatten wir. I've got a bad feeling about this. Okay. Die Horde nach der Horde. Die Horde nach der Horde. Alles klingen. Ja, hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Ja, dann kommt mal her, meine Freunde. Ich habe Hunger nach euch. Hallöchen. Bitte. Kleines gemütliches Wanderhörtchen. Bitte. Oh, das ist eine der letzten Wellen, die hier noch rumliegen. Hallo, Schorde hier. Du nochmal. Das wäre Häkelchen auch nochmal. Immerhin nochmal EP, ne? Ich glaube, das war eine normale Wanderhorde. Schön. Ist aus wie heute unter Regen auf. Das freut einen doch. Hat doch allerbest funktioniert. Kann man sich absolut nicht beschweren. Muss ich da mal so ganz nebenbei sagen. So. Hm?
Gut, den erstmal wegbringen. Müssen wir so zum Händler. Händler hat allerdings erst an Tag 121 Restore. Was heißt den Knibbel? Den Dog kriegen wir gar nicht verkauft. Der wollte ja schon den anderen gar nicht mehr haben, den wir hier haben. Hm? Tür zu. Es Great to see you, Master. Zieht. Alter, diese Drohne. Wenn ich die nicht brauchen würde wegen Platz, dann hätte ich die schon sowas von in die Ecke geklatscht. Da könnt ihr aber mit ab. Die ist sowas von nervtötend. Dieses kleine Viech, Alter. Ah, pack erstmal rein. Eisen und Blei. Jo, erstmal die Dosen weg. Völlig überfüllt hier. Schön. So, dann haben wir noch ein bisschen hier Medizinzeugs. Davon noch ein bisschen. So, warte mal. Die Sachen, die wir verkaufen wollen, lassen wir mal extra. Das kann mit dem Verkauf. Das brauchen wir absolut nicht. Wir haben noch ein bisschen Fertiggetränke. So, Muni kommt gleich extra. Das ist Verkauf. Hier, Tablettchen weg. Und Spritzen und so. Dann haben wir noch ein bisschen Messing. Sortiere hier mal ordentlich. Und dann erstmal die überschüssige Muni weg. Das ist das Schlimmste. Hau rein. 9 mm. So, und 7,62 hatte ich hier ein bisschen rausgenommen. Ich glaube, wir haben mehr zurückgekriegt, als ich rausgenommen habe. Das kommt ja gleich wieder rein. So. Was hast du noch dran? Hauptsächlich Money. Und ein bisschen Verkaufsgedöns. Das muss auf jeden Fall alles raus. Führt kein Weg dran vorbei. Pack erstmal die Money weg. Hauptsächlich hier. Ich glaube, wir haben tatsächlich mehr. So. Da draus, da draus. Das hier noch. Der Rest bleibt ja sowieso drin. Dann habe ich immer noch ein bisschen 9 mm. Ein bisschen 44er, die wir auch so langsam in Richtung voll kriegen. Schön. Ein paar Döselis. Schön. Und ansonsten, na gut, wir haben Schrot noch. Das kommt noch. Messing noch. Verkaufsgedöns. Muss da echt mal ein bisschen gucken. Warte mal. Messing. Dann wird Verkaufskram möchte ich gerne im Inventar behalten. Das bringen wir nämlich dann gleich zum Händler. Schrot hätten wir noch. Die Teile müssen hier noch rein. So, warte mal. Das ist Getränke. Erste Hilfe. Verkauf, Verkauf, Verkauf. Getränke. Eisen kommt noch weg. So, das ist alles Verkauf hier unten. So, Eisenrin. Der Rest kommt hier hin, zumindest die Getränke. So, erste Hilfe natürlich drin. Und Schrot drüben. Das würde ich sagen, Lüft. Den kriegen wir auch irgendwann mal voll. Da noch ein bisschen. So, den repariert. Das. Ich weiß, das nimmt er nicht. Ist mir schon bewusst. Aber ich möchte das trotzdem nicht, weil wir haben hier auch noch so viel Müll. Guck mal, den noch. Das können wir nochmal mitnehmen, damit wir das mal loswerden. Sonst noch irgendwas zum Verkaufen hier? Nee, ne? Hier, den noch. Können wir dann beim Händler aufmachen. Das nimmt sonst so viel Platz weg. Davon nehmen wir ein paar mit. So, das geht noch nach oben. Jo. Dankeschön. Die können wir auch gleich mit verkaufen. Das mich auch gleich alles. Den würde ich nämlich sorgen. Wir fahren einmal kurz hin. Wir verkaufen jetzt beim Händler, was geht. Den Rest packen wir erstmal ins Motorrad. Wir wollen mich wieder ins Wesen, damit wir da den Rest fertig kriegen, damit wir noch Stufe 6 kriegen. Ich muss ja jetzt wirklich Stück für Stück durchgehen. Verkaufen das denn einfach am nächsten Tag, weil 121 hat er restockt, dann werden wir es dann auf jeden Fall los. Oh, immerhin, zu unserem guten Recti. Zum Verkaufen wohlgemerkt. Schön. Aber wie gesagt, Horde ist mittlerweile eigentlich, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, vielleicht spiele ich Seven Days einfach schon zu lange, vielleicht bin ich einfach mal abgestumpft. Aber Horde ist für mich, es kommt mir mittlerweile vor wie eine etwas größere Wanderhorde. Es ist eigentlich nichts Besonderes mehr. Das ist Horde wird nebenbei mitgemacht und dann geht es weiter im Text mit dem, was man eigentlich vorhat. Aber ich glaube, das sieht jeder anders.
So, Ricky. Ja, wissen wir. Nimm das. Die willst du mich nicht, ne? Nein. Aber das kannst du nehmen. Das. Hier, das meiste nimmt ihr zum Glück. Den nicht? Doch. Immerhin ein bisschen Kleingeld, ne? Wunderbar. Den kannst du auch einmal. Ist ja gut, Randy, ist ja gut. Die drei Knüppel, mein Freund, die hauen wir denn rein, sobald Reset ist. Dann passt es. Schön. Dann verabschiede ich mich von euch. Wir gehen in der nächsten Folge wieder ins Raceland. Ich glaube, auf 5 hatten wir die. Bin mir nicht ganz sicher. Ich will die natürlich auf 6 haben. Kriegen wir aber auch hin. Vielen Dank. Tschüssi.